Das Grundlegendste oder die grundlegendste Erfahrung war die, dass Petronella hat in ihrer frühen Kindheit eine Erfahrung gemacht, die sie, wo sie beinahe zu Tode gekommen wäre. Und also sie glaubte immer wieder, sie hat Frieden mit dieser Situation, aber wenn dann die damit verbundenen Personen in ihr Gedächtnis kamen, war sie wieder völlig in diesem emotionalen Film drin, der da abgelaufen ist. Und nach dem Gnanvidi war es so, dass ich dann nach ein paar Tagen zu Hause war und diese Welle an Emotionalität kam wieder auf mich zu. Also das war keine Begegnung im Außen, sondern diese Welle kam wieder auf mich zu. Und ich habe nur gewusst, jetzt, das ist diese Woge wieder und ich war schon kurz vor der Identifikation. Und plötzlich war nur dieses Wort da, Yavastit. And the wave broke down and it was totally calm within me. And in this moment I just understood es musste so geschehen, weil sich die Umstände einfach so gestaltet hatten. Aber nun ist Frieden in mir. Jetzt muss ich mich nicht mehr identifizieren mit diesem Geschehen. Also jetzt hatten wir einen kleinen Sprachwechsel. die Welle ist dann veräppt einmal. Zu sagen. Und dann war totaler Friede in mir. Also mit diesen Geschehnissen, mit diesen Personen, diese Emotionalität konnte mich nicht mehr ergreifen. Und nur nach 3 Jahren kann ich sagen, dass dieses Wissen, es entfaltet sich wie eine Blume in einem. Und diese Blume muss mit Geduld betrachtet werden und einfach mit Geduld dieses Wachstum geschehen lassen, denn jedes Blütenblatt will sich wirklich in der eigenen, im eigenen Prozess entfalten. Also man darf nicht an den Blütenblättern ziehen und zupfen.